Jo, servus Leute, zum weiteren Paar der Doschen angezockt. Wir zocken einen weiteren Titel der SNES Classic Mini Collection und zwar dieses Mal Final Fantasy 3 oder auch Final Fantasy 6 genannt. Das Spiel erschien 1994 und es gibt diverse Ports und Remakes für die PS1, für den Game Boy Advance und für die Wii Virtual Console. Das Ganze ist ein RPG, wie der ein oder andere schon wissen dürfte. Und wir sehen heute, oder wir sehen hier, die German Translation. Leute, ich möchte euch darauf hinweisen, wenn ihr euch den SNES Classic Mini holt, darauf sind nur US-ROMs, und zwar ausschließlich nur US-ROMs. Ihr werdet da kein einziges deutsches Wort darauf finden. Also nicht losmosern und sagen, im Internet habe ich aber gesehen, dass da einer das auf Deutsch gespielt hat und jetzt habe ich das da auf Englisch rumliegen. Ja, das ist so. Auf dem SNES Classic Mini sind einzig und allein US-ROMs verbaut. Außerdem handelt es sich hierbei um die Version, die ich hier zock, um eine Fan-Translation. Das kam also so nie in dieser Form raus, aber nun widmen wir uns der Story. Vor langer Zeit zerriss der Krieg der Weißen die Welt und Magie verschwand gänzlich vom Erdboden. Tausend Jahre vergingen, Eisen, Schießpulver und Dampfmaschinen verhalfen zu großem technischem Fortschritt. Aber manch einer möchte die Welt versklaven, indem er die zerstörerische Kraft, Magie genannt, auferstehen lässt. Kann es sein, dass die Mächtigen erneut einen sinnlosen und tödlichen Fehler begehen? Ja, tun sie das nicht immer. Da ist die Stadt. Kaum zu glauben, dass dort genau 1000 Jahre nach dem Krieg der Weißen ein Esper gefunden wurde. Was ist ein Esper? Ob er noch lebt, Sicher, wenn unsere Mission schon so wichtig ist. Und diese Frau, diese Hexe, warum ist sie hier? Sie hat in weniger als 3 Minuten 50 unserer Magitex verbrannt. Stimmt das? Keine Sorge, die Sklavenkrone auf ihrem Kopf beraubt sie all ihrer eigenen Gedanken. Sie wird uns gehorchen. Horch, horch, horch. Wir rücken von Osten her an. Los! Also der erste Eindruck ist schon mal stimmig. Das Ganze scheint nicht nur Fantasy-mäßig aufgebaut zu sein, sondern auch mit Science-Fiction-Elementen versehen worden zu sein. Ich habe, wie ihr sicherlich wisst, keine Ahnung von RPGs und von Final Fantasy. Ich habe Final Fantasy mal gezockt im Rahmen des Nintendo Classic Mini. Da war ja auch ein Final Fantasy-Teil drauf, aber ansonsten so gut wie nie. Ich kenne natürlich die Reihe, ich kenne sie vom Namen her, ich habe das eine oder andere Spiel schon mal gesehen, aber da mich RPGs an sich überhaupt nicht reizen, tja, kam es auch bis jetzt noch nie dazu, dass ich mich intensiver hätte mit so einem Teil befassen können. Interessant ist eben, wie vorhin schon erwähnt, dass auf dem westlichen Markt
dieser Teil als Final Fantasy 3 erschien. Im japanischen Original handelt es sich aber um den sechsten Teil. Das kommt daher, dass diverse Teile vorher im Westen noch gar nicht veröffentlicht waren, man aber trotzdem irgendwie sowas wie eine Chronologie reinbringen wollte. Und so hat man einfach dann, da Teil 1 und 2 anscheinend schon veröffentlicht war, den nächsten Teil, der dann veröffentlicht wurde, einfach Teil 3 genannt. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, ob die Games untereinander eine zusammenhängende oder irgendwie verschachtelte Story haben. Kann ich nichts dazu sagen, ich weiß es nicht. Wenn es so ist wie bei den Zelda 2D Games, dann ist es ja im Grunde wurscht, in welcher Reihenfolge man das zockt, weil die minimalistische, wie soll ich sagen, dieses minimalistische Zusammenhängen, die minimalistischen Zusammenhänge, so ist es glaube ich richtig, die sind so oberflächlich, so minimal, dass es gar nicht auffällt. Und vielleicht ist es mit Final Fantasy genauso, kann ich nicht beantworten. Wer da mehr zu weiß, sei eingeladen, sein Wissen in den Kommentaren zu teilen. Ich bin gespannt, Leute, ich bin gespannt. Müssten wir hier eigentlich mal losstarten, weil jetzt geht das Intro wieder von vorne los. Und wir wollen uns ja nicht permanent die Story anschauen, aber schon kommt sie wieder. Kann man die nicht wegdrücken? Wie oft muss man sich denn die Story geben, bis man spielen darf? Hallo? Nein, ich kann hier nichts wegklicken. Ich muss wohl zu einem bestimmten Zeitpunkt einen bestimmten Button-Bashen. Button-Bashing. Und Button-Meschen. Button-Bashen. Wie auch immer, einen bestimmten Knopf vermutlich start. Aber wann dieser Zeitpunkt gekommen ist, weiß ich nicht. Vermutlich, wenn sie da im Schneegestöber entlang marschieren. Mann, oh Mann, warum kann man sowas nicht überspringen? Warum ist es nicht so gemacht, dass man derartiges einfach per Tastendruck überspringt und losstartet? Ich meine, wir hatten da wirklich Bock drauf, jedes Mal, wenn er das Spiel startet, sich das Intro geben zu müssen. Gibt's da wirklich Leute, die da geil drauf sind? Oder was soll das? Ich würde es ja verstehen, wenn es sich hierbei um eine Disk-Version gehen würde. Die hatte gewisse Ladezeit und diese Ladezeit wird halt hiermit überbrückt. Aber nein, es ist ja im Ursprung eine Cartridge. Die braucht keine Ladezeit. Was soll das hier? Ja, jetzt können wir uns das Quaff nochmal geben mit den Mittelalter-Robotern hier. Mit diesen komischen Roboteranzügen. Ja, es fängt schon mal gut an, ne? Es fängt schon mal gut an. 8 Minuten und ich habe hier noch gar nichts gezockt. Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt bin ich gespannt. Ich drücke hier wie ein Irrer auf den Tasten in der Hoffnung, dass ich den Zeitpunkt nicht verpasse, an dem das Spiel möchte, dass wir klicken. Naja, die Hexe, die Frau, bla bla bla. Hat verbrannt. Makitex. Oder Magitex. Makitex. Das hört sich an wie eine Gewürzmischung. So wie Makifix. Eine Tüte Makifix und eine Tüte Makitex. So, jetzt aber, jetzt müsste der Zeitpunkt kommen, an dem wir starten dürfen oder sollten, bevor das Ganze in die Langweiligkeit abdriftet. Gucken wir mal. Ah! Es geht tatsächlich weiter. Sie geht voraus, wir müssen kein Risiko eingehen. Vorwärts! Habe ich jetzt die Stimmen vertauscht? Ich habe keine Ahnung, wem ich welche Stimme gab. Egal. Und nun? Ah, jetzt kann ich laufen. Ach, ich steuere alle drei gleichzeitig. Wo sind denn die anderen zwei? Wache. Pass mal auf, ihr selbstsüchtigen Maschinenreiter. Oh. Ein Dobermann. Nein, ein Wolf. Ein Wolf. So, und nun sind wir hier im lustigen, kunterbunten Kampfsystem. Abwehr. Und nun? Nun ist was Böses passiert, Leute. Nun ist die ROM abgekackt. Geil. Geil. So gefällt mir das. Nein, es geht schon wieder weiter hier. Es geht schon wieder weiter. Jetzt
beginnt das Problem, das der Doschen mit jedem RPG hat oder gerade mit diesem Kampfsystem. Was muss man tun? Ich habe keine Ahnung. Lobo? Feuerbeam, Blitzbeam, Eisbeam, Highkraft. Ich nehme Feuerbeam und setze das mal ein. Feuerbeam. Oh, ne, ist der Wauzi down. Okay. Und wir haben 12 Erfahrungspunkte gesammelt. Okay, wir wissen also den Namen unserer Begleiterin nicht. Ist ja interessant. So, das war jetzt der erste Kampf. Und das war schon mal der totale Krampf. Ich komme nicht, doch, es geht nach oben. Oh, die Steuerung ist ein bisschen hakelig. Liegt es an diesem Kampfroboteranzug? Warum komme ich nicht da hoch? Nein, es geht nicht. Wo muss ich denn hin? Ich komme auch nicht mehr in A, jetzt, Mann. Die Steuerung ist nicht so sauber. Makitex des Imperiums. Nicht einmal Narsche ist mir sicher. Narsche? Was ist das? Das Dorf? Oh oh, jetzt müssen wir gegen die Wachen kämpfen. Makitex Feuerbeam auf die Wache. Makitex Eisbeam auf die andere Wache. Und Makitex Blitzbeam auf den Kasper. Komm, mach hinne. Ach, das reicht. Die brauchen nicht viel. Die brauchen nicht viel. Das Spiel ist so programmiert, dass mir nicht nach 5 Minuten Game Over geht. Ist ja schon mal nett. Bix bekam Level Up. Hammer. Wedge bekam Level Up. Hammer. 96 GS. War das GS? Was ist Gesundheit? Keine Ahnung. Und noch mehr Wauzis und noch mehr Wachen. Wir sorgen für Narsches Freiheit. Narsches, Alter, dieses Wort ist... Dieses Wort, da kriege ich einen Knoten in der Zunge. So, jetzt wieder auf die Wauzis. Feuerbeam. Oh, machen wir mal Blitzbeam. Auf den oberen Wauzi. Gucken, was passiert. Eisbeam. Was so da sinnlos ist, weil 2 Treffer reichen vollkommen. Zack. Und schon sind sie down, die Wauzis. Wir sind die Wauzis. Haben keine Mama, haben keinen Papa. Niemand hat uns lieb. 24 Erfahrungspunkte. Interessant. GS, was ist GS? Ich schätze mal Gesundheit. Alter, das ist genau der Grund, warum mir RPGs so gewaltig auf die Eier gehen. Dieses komische Kampfsystem und dass man davon nicht, dass man da nicht entkommen kann. Jedes Mal will irgend so ein Kasper kämpfen. Jetzt hätte ich da Bock drauf. Komm, mach hin hier. Mach Peng. Mach einen Down. Die komische Wache. So, jetzt kriegen wir wieder Erfahrungspunkte. 32 Erfahrungspunkte. Ist das aufregend, Leute? Ist das aufregend? Ich fall gleich vom Stuhl vor lauter Aufregung. Ich bekam schon wieder Level Up. Level Up. Ich hätte gerne 7 Up. Mir bappt das Maul schon wieder zusammen. Was ist das hier eigentlich? Eine Taverne oder so? Kann man da rein? Kann man da irgendwie rein? Kann man da? Oh, man kann nicht rein. Hallo? Jetzt war ich hier irgendwie im Menü. Okay, das Menü ist also hier oben. Items, Talent, Ausrüstung, Relikt, Status, Config, Save. Interessant, oder auch nicht? Jetzt müsste man nur noch wissen, wo es hingeht, wo es lang geht. Dann wäre das schon mal eine geile Sache. Oh. Jetzt sitzt ihr in der Falle. Mal wieder. Mal wieder. Es werden immer mehr, Leute. Es werden immer mehr. Umzingelt. So, mach hinne hier. Mach hinne. Kritisch. Feuerbeam auf den. Eisbeam auf den. Und Blitzbeam auf den. Komm, Attacke. Mach hinne hier. Mach hinne. Jawohl. Mauzi down. Und der komische Kasper da unten geht jetzt auch sterben. Und schon war's das. Aber einer meiner Krieger hier wird bald das Zeitliche segnen. Oder regenerieren die sich wieder? Die regenerieren sich wieder nach dem Kampf. Ist ja auch nicht schlecht. 44 Erfahrungspunkte.
Unbekannt bekam Level Up, ist ja interessant. Bla 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 bla. So fesselnd, Leute, so fesselnd. Ich meine, wenn man sich für derartige Games begeistert, ist das bestimmt geil. Und ich muss sagen, optisch macht es einiges her für ein Super Nintendo Game. Es ist richtig gut umgesetzt. Verteidigt die Minen. Oh, jetzt kommen die Nächsten. Oh, ich bin ja so überrascht. Ich bin so überrascht. Oh, was ist denn das hier? Ein Mammutwarzenschwein? So, Ice Beam. Was heißt das? Wo Mammut? Nein, ich will Ice Beam aufs Mammut. Und nochmal so ein Ice Beam Dingens. Ah, macht er von selber. Sehr schön. Schon ist die Geschichte gegessen. Aber diesmal war es knapp mit unseren Bits. Die hauen alle den Bits aufs Maul. Die mögen den mittleren nicht. Na, die Mitte halt, die Mitte. Die Mitte kann immer verdroschen. So, und bevor ich euch noch irgendwas von der Story zeigen kann, schlage ich vor, kämpfen wir noch ein bisschen. Weil jetzt mit Sicherheit... Oh, was ist jetzt? Es hieß, der gefrorene Esper wurde in einem neuen Stollen gefunden. Vielleicht in diesem. Was ist ein Esper? Kann man das jemand erklären? Ich werde zwar vermutlich nicht rausfinden. In diesen paar Minuten angezockt. Ein Esper. Naja, wäre dieses Kampfsystem nicht, ne? Wenn das richtig geile Action-Adventure. Dummerweise haben sie RPGs draus gemacht. Was zum Geier ist denn das, Alter? Mutantenratte? Blitzbeam, komm schon. Wehrratte, leck mich doch am Arsch. Sowas wie ein Wehrwolf in Rattenform. Wehrratte. Die Wehrratte. Hammer. So. Schon ist die Wehrratte down, aber die machen modsmäßig Schaden, muss ich hier sehen. Unser Wedge wäre jetzt fast abgecratcht. Abgekratzt. Und hätte sich's ausgewetscht. Oh, da blinkt was, da blinkt was. Was ist denn hier? Ein unheimliches Licht umgibt euch. Info über Safe-Punkte? Ja. Auf Safe-Punkten sowie auf der Weltkarte könnt ihr Zelt und Schlafsack benutzen und außerdem das Spiel speichern. Werdet ihr besiegt, geht das Spiel dort weiter, wo ihr zuletzt gespeichert habt. Wenn ihr auch GS, Schätze und so weiter erneut finden müsst, bleiben eure erreichten Erfahrungspunkte und Level erhalten. Aha. Okay. Also wir müssen... Die Hälfte vom Gelumpe ist fort und die andere Hälfte vom Gelumpe bleibt. Ich erledige das zur Seite. Und was macht er jetzt da? Unser Bings? Okay, er macht die Tür auf. Ist immer ein interessanter Dietrich. Ah, der Esper bleibt hier. Und schon wieder kommt die Wache. Welk, Fassi. Welk? Oh oh, was kommt jetzt? Ein Welk. Alter, was ist denn das hier? Warte. Denk an unsere Instruktionen. Was ist damit? Ja? Weißt du noch, dass mit dem Monster das Blitze fressen und im Schneckenhaus speichern kann? Ist das ein Hinweis? Genau, also niemals das Haus angreifen. Niemals. Okay, nie das Haus angreifen. Gut, in Ordnung. Greife nie das Haus an. So, Feuerbeam. Ah ja, ich verstehe. Auf die Fresse. Nein. Ice Beam. Eine Giftladung? Das probieren wir mal aus. Und was passiert? Die Giftladung? Huiui, Special Effects.
Megavolt. Oh, verdammt. Oh, unser Wedge ist tot. Ist ja böse. Warum das? Welcher dem Giftdingens? Habe ich damit auch dem Banzer des Schneckenhaus angegriffen? Ungeil. Oh, jetzt ist er weg. Ist er jetzt down? Nein, nicht angreifen, du Kasper, wenn der da... Oh, oh. Jetzt greift er zurück an. Ja, ich verstehe schon. Das ist der nächste down. Jetzt geht's bloß noch unseren Bix. Ja, was soll ich tun, solange das Ding jetzt hier im Schneckenhaus ist? Items? Gibt keine Items. Ah, es taucht wieder auf. Also, Blitzbeam. Blitz ihn. Komm, du musst ihn blitzdingsen. Jetzt wurde er geblitzdingst. Und ist jetzt noch nicht bald down? Hat er sowas wie eine Energieanzeige? Ich sehe keine. Oh, er hat uns verfehlt. Er hat ein bisschen auf den Leichen rumgetrampelt. Warum sieht man die Energieanzeige von diesem Gegner nicht? Schleim? Oh, bin ich jetzt down? Nein. Oh Mann, jetzt muss ich wieder warten, bis er rauskommt. Ja, das ist so ein bisschen, das ist so nervig, so. Das ist doch irgendwie, ne? Zwei Drittel meiner Leben sind schon tot. Und wir stehen hier und warten, bis die Schnecke aus dem Haus krabbelt. So, da ist er. Feuerbeam. Beam ihn ab. So eine Sau. Hat denn der jetzt gemacht? Komm, mach ihn hier. Ja, wie viel so fucking Treffer braucht denn diese Schnecke? Oh, jetzt sollte ich mal diesen komischen Heiltrank da nehmen, oder? Ich kann nichts tun. Schleim. Heilkraft. Und jetzt bin ich wieder voll. Oder so. Oder überhaupt und sowieso. 107. 107. Sehr schön. Und schon müssen wir wieder warten. Also wenn ich hier irgendwas falsch machen sollte bei diesem Kampf, bitte in die Kommentare posten. Also solltest du wissen, wie das geht. Solltest du Ahnung von diesem Spiel haben, dann sag doch mal dem ahnungslosen Doschen, was er falsch macht. Ansonsten haue ich da noch ein bisschen die Feuerkraft. Hau der Schnecke die Feuerkraft um die Ohren. Fehl. Fehlschlag 1. Nein, es war schon Fehlschlag 2. Schlimmer wie ein Stress-Game ist ein Game, in dem man warten muss. Muss ich hier mal so anmerken. Und nun verschwindet er. Verdammt, und Mike Kasper greift jetzt an, oder? Genau, und jetzt kriege ich wieder Blitze in den Arsch. Aber volle Lotte, Alter, volle Lotte. Zack. Hat er mich geblitzt, Dingst. Tut er sämtliche Energie flöten. Mann, oh Mann, oh Mann. So. Wir nehmen nochmal Blitzbeam. Und warten. Oder soll ich nochmal Heilkraft nehmen? Habe ich die unendlich? Sieht fast so aus. Und schon ist er wieder da. Was macht er da drin? Lädt er sich da wieder auf oder was? Dieser komische Endboss? Kann ich mich unendlich aufladen? Immer wieder? Unendlich heilen? Ist es so? Das hätte ich vorher wissen müssen. Hätte ich die anderen zwei nicht sterben lassen. Aber die starben ja schon fast instant. Na. Blitz. Blitzdingens. Blitzdingens auf die Schnecke. Auf den Gro. Och, Menno, jetzt verschwinde wieder. Ja, dann machen wir doch endlich den Gar aus, dass es elende Ende hat. Jetzt kommt er mit seinem Megavolt. Zack. 26. Es ist schon ein bisschen. Lame. Lame ist, glaube ich, das richtige Wort. Lame. So, ich heile mich jetzt nicht.
Ich hoffe, dass er rauskommt, bevor ich ihn angreife. Jawohl. Und jetzt kriegt er eine auf die Fresse. Komm schon, komm schon. Komm, stirb. Und? Megavolt. Jetzt bin ich sowieso down. Ja. Alle drei sind down. Die Schnecke hat uns verhauen. Hat mir noch irgendein Item gefehlt oder sowas? Besiegt. Ja, ich wurde besiegt. Hat mir noch irgendein Item gefehlt oder so? Oder irgendeine Fähigkeit? Oder irgendwie fand ich den Kampf ein bisschen komisch. Möglich, dass ich mich auch nur saudumm angestellt habe. Aber bei der Gelegenheit können wir gleich mal den Game Over Screen genießen. Und? Game Over. Oder nein, das Spiel beginnt von vorne. Und da wir nicht gespeichert haben, ne, beginnt es natürlich von ganz vorn. Okay, Leute. Das war die Geschichte mit Final Fantasy 3 beziehungsweise Final Fantasy 6, einem weiteren Titel der Super Nintendo Classic Mini Collection. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Doschen angezockt wieder dabei. Hoffe ich doch mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Leute. Daumen nach oben tut nicht weh, abonnieren nicht vergessen und ich sag Servusler, bis zum nächsten Mal. Euer Doschen.